Nicht gefunden. Gut, dann wäre jetzt Michael dran. Nachher nicht versauen, ist der Abschluss. Also, ich habe mir Gedanken gemacht über unsere Partei. Ist ein schmerzhafter Prozess. Und ich hab mir vor 2 Wochen, als der Aufruf für die Reden kam, überlegt, es kam eigentlich ziemlich spontan, was wir von unseren Namensgebern lernen könnten. Also, ich beziehe mich jetzt da nicht auf die Software-Piraten oder die Internet-Piraten, weil das verbindet damit auch keiner, sondern ich beziehe mich damit auf die Piraten, die so es eigentlich schon seit Seite Antike gibt und die ja bis jetzt immer noch ihren Unsinn vor allem in Indonesien treiben. So, Dreikönigstreff. Der Jahreswechsel ist immer eine gute Gelegenheit, einmal Bilanz zu ziehen. Und ich habe jetzt mal Bilanz des letzten Jahres gezogen und zuerst kommen wir zur unschönen Zustandsanalyse. Wir wollten uns ja jetzt auf die 3 Kernthemen Transparenz, Datenschutz und Mitbestimmung konzentrieren. Da habe ich jetzt anfangs ein bisschen Probleme damit. Ich will auch erläutern, warum. Transparenz. Wir haben uns Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Wir sind an einer falsch verstandenen Transparenz gescheitert. Transparenz heißt, dass man die Dinge durchblicken darf, also von außen. Transparenz heißt nicht, dass jeder zu allem mitreden kann und dass das dann auch noch ernst genommen werden muss. Im Zuge der Sachen, die in Köln am Silvester vorgefallen sind, hat, glaube ich, die Süddeutsche ein neues Wort geprägt und das heißt die unsozialen Medien. Also darüber sollte man nachdenken, weil es ist eigentlich ein sehr treffender Begriff. So, aber auch parteiintern haben wir so mit der Transparenz unsere Probleme, wenn auch nur die Hälfte stimmt, was ich von unserer eigenen Bundes-IT höre. So. Nächster Punkt, Datenschutz. Wir wollen mit dem Datenschutz punkten. Das Thema ist gut, aber in der breiten Masse noch nicht relevant. Eine bezahlbare Wohnung ist vielen wichtiger, als da, ob Ihre Daten im Internet vor Ausspähen in In- und Ausland sicher sind. Aber zur Relevanz später mehr. Wir haben uns der Mitbestimmung beschrieben, steht auch davon. Das haben wir aber bis jetzt heute parteiintern noch nicht durchgesetzt. Wir möchten das Thema Bürgerbeteiligung uns auf die Fahne schreiben. Aber wie kann man eigentlich Werte nach austragen, die man selber noch nicht umsetzt? Wir machen uns da schon ein bisschen unglaubwürdig. Basisdemokratie braucht nämlich einen starken Moderator. Uwe versucht immer für Stimmung zu sorgen, geht aber unter. Ich habe nicht bezahlt. Basisdemokratie braucht einen starken Moderator. Also das habe ich in den letzten 2 Jahren als Stadtrat gelernt. Wenn ich eine Bürgerbeteiligungsrunde mache und ich gehe da unvorbereitet rein und lasse jeden da so groß hinlabern, dann kommt 2 bis 3 Stunden nettes Gelaber raus, am Schluss ist keiner weiter, man hat sich halt nur gegenseitig die Meinung gegeigt. Kommen wir zur Organisation unserer Bundesparteitage. Ich wünschte mir da eigentlich schon ein etwas strikteres. Ich würde da auch die Skepsis gegenüber meines Buches abbauen und würde ihm gern die Organisation der Parteitage quasi zur Verantwortung übergeben. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre, dann hätte ich gern eine TO, die vorher feststeht, auf die ich mich vorbereiten kann und die dann auch durchgesetzt wird und nicht nach 3 Stunden über den Haufen geschmissen wird und ich da eigentlich nicht weiß, in welche Reihenfolge welche Anträge kommen. Der nächste Trend, der zurzeit ist, wir wollen unser Grundsatzprogramm um neu schön schreiben oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, ist es noch aktuell? Soll ich mich darüber auslassen? Ist noch aktuell. Also da hätte mich mal eine Beo- oder eine Lime-Survey-Frage vorher gefragt, ob das denn die meisten Piraten interessiert. Für mich ist es reine Lebenszeitverschwendung. Warum? Wer ist der Adressat eines Grundsatzprogramms? Für wen machen wir das? Für die Journalisten? Die Journalisten kennen uns als Altes. Ich weiß nicht, ob sie den einen oder anderen Satz vielleicht daran kritisiert haben. Aber ich denke nicht, dass die sich dafür interessieren, dass wir jetzt ein neues haben.
Wer ist der weitere Adressat? Der Wähler vielleicht? Also Wähler lesen keine Grundsatzprogramme. Für wen sind unsere Grundsatzprogramme gemacht? Für uns selbst. So, es wäre dann eigentlich eine klare Form von Selbstbeschäftigung. Ich habe nur die Befürchtung, dass das Ganze nach hinten losgeht. Ich bin wegen dem Grundsatzprogramm beigetreten. Ich habe es durchgelesen. Ich habe mir Notizen drüber gemacht, was ich super finde, was ich vielleicht ein bisschen kritisierenswürdig finde, aber ich fand jetzt keinen Absatz drin, wo ich sage, damit kann ich überhaupt nicht leben. Also ich bin bei den Piraten, weil ich eigentlich, wie gesagt, habe unser Grundsatzprogramm gelesen und auch verstanden habe. Wichtiger in dem Punkt ist, was mir vorhin noch eingefallen ist, wäre vielleicht unsere Satzung zu überarbeiten. Weil wir haben ja quasi, wir hören glaube ich ständig, der BUFO hat kein Geld oder die Bundesgliederung hat kein Geld. So, dann habe ich mal gedacht, naja, das stimmt es. Also könnten die sich nicht hinsetzen und sagen, okay, BUFO, wir kassieren dieses Geld und ihr Länder, ihr kriegt das, was euch zusteht. So, dann habe ich jetzt mal mir letzten Abend unsere, wie heißt es, Finanzrichtlinien durchgelesen. Also ich bin ja nach 5 Sätzen vom Glauben abgefallen. Also die Piraten haben den Begriff Föderalismus neu erfunden. Also es ist, also ich meine, soweit mich meine Geschichtskenntnisse nicht trügen, ist der Föderalismus auch auf Druck von außen eingeführt worden, weil man keinen sehr starken Zentralstaat aus der Geschichte haben wollte. Also ich weiß nicht, ob das für eine 10.000-Mann-Partei das Richtige ist. Also mir wäre es auch lieber, der BUFO würde hier eigentlich mehr Kompetenzen haben, sagen, was er braucht, sagen, was die Länder kriegt. Wenn es allen nicht passt, können wir nach einem Jahr neu wählen. Aber nur, wenn es berechtigt ist. Was ist seit Halle passiert? Es ist ruhig geworden um die Piraten. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen, vielleicht ein schlechtes Zeichen. Aber mit der Verwaltung scheint es aufwärts zu gehen. Also das freut mich. Wir haben es jetzt geschafft, und es ist jetzt nicht zynisch, unsere Mitgliederliste halbwegs zu bereinigen. Also wir sind jetzt, glaube ich, bloß noch halb so groß. Und wir haben noch nicht einmal die ganzen Nichtzahler rausgeschmissen, sondern es waren im Prinzip nur die Leute, die wahrscheinlich nie gezahlt haben und nie Mitglied geworden sind. Aber was mich wirklich gefreut hat, ich hatte letzten Tag Geburtstag, ich habe eine E-Mail von meinem BUFO bekommen. Und das fand ich nicht schlecht. So. Noch ein kurzer Blick zurück, weil mir das auch wichtig ist, das Thema Links, Rechts oder Kampf der Generationen. Also es gab klar eine Auseinandersetzung zwischen den Linksbizarren und den anderen. Ich denke, es ist aber nur ein Teil der Problematik, weil soweit ich das sehe, ist es auch ein Generationenkonflikt, der noch nicht ausgetragen ist. Es ist die Generation der 2009er. Kernis. Und es sind die Frage der Leute, die 2012, 2013 beigetreten sind und da ganz andere Hoffnungen mit in die Partei gebracht haben. Und ich meine, die Aufgabe ist jetzt da noch irgendwie versuchen, einen roten Faden zu finden, dass wir nicht zu viel bei einem neuen Grundsatzprogramm über Bord schmeißen. So. Jetzt kommen wir langsam zum positiveren Teil. Die Gretchenfrage. Oder, jetzt bin mal ich der mit den Fragen. Wollen wir überhaupt eine Partei sein oder lieber frei von allen formalen Zwängen, die so eine Partei mit sich bringt, als neben NGO auf dem Weltmeer navigieren? Die Frage ist eigentlich durch die Parteigründung klar beantwortet. Wir wollen eine Partei sein. Die Frage ist doch viel wichtiger, was für eine Partei wollen wir sein? Welche Art von Politik wollen wir machen? Welches Demokratieverständnis haben wir selbst? Es gibt also eine Schweizer Anekdote. Was ist der Unterschied zwischen der Schweizer Demokratie und der deutschen? Wenn die Schweizer in einem Raum sich treffen und einen Kompromiss finden, dann gehen sie alle raus und halten an diesem Kompromiss frei fest. Was machen die Deutschen, wenn sie sich treffen und einen Kompromiss finden? Die gehen raus und auf der ersten Pressekonferenz sagen, ja, wir haben zugestimmt, aber. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich irgendwie schon ein falsches Verständnis, weil man dann immer eigentlich die Leute verwirrt und eigentlich sagt, wir stehen da gar nicht zu dem, was wir diskutiert haben. So. Und jetzt gibt es ja bei uns die BGE-Anekdote, also es gab ja einen Bundestagsbeschluss zum BGE. Das fanden einige Landesvorstände nicht so toll. Und haben sich da auch kritisch geäußert. Da sollten wir vielleicht drüber nachdenken, was können wir da von den herkömmlichen Parteien lernen, was wollen wir nicht so machen. Sondern wollen wir eher konventionell
Oder wollen wir eher avantgardistisch sein? Und wenn ja, sind wir dafür bereit, die Kosten zu tragen? Also die Kosten sind, wenn wir eine herkömmliche, altbackene Partei werden wollen, dann müssen wir uns am Riemen reißen. Dann müssen wir, also dann dürfen wir die internen Streitigkeiten nicht rauslassen. Dann müssen wir jetzt irgend so einen Bundesvorstand wählen, der gut ankommt und ständig immer wählen. Da dürfen wir keine Gegenkandidaten aufstellen, weil das sind ja Kampfkandidaturen. Und wir dürfen eigentlich auch nicht groß nach außen unsere eigenen Sachen hinterfragen. So, und das ist wirklich eine Kernfrage. Wollen wir so sein oder wollen wir nicht mal einen frischen Wind haben? Also ich meine, die Piraten hatten ihren Hype, und das darf man nicht vergessen, weil sie irgendwie so die Glückseligmachung oder das war das Versprechen, die Demokratie quasi von Grund auf neu zu gestalten. Und wie wollen wir das machen? So. Wie wollen wir unsere Ziele umsetzen? Also welche Ziele haben wir? Also meine, die Ziele sind eigentlich ganz klar, die sind im Grundsatzprogramm definiert. Aber die Frage ist wirklich, wie wollen wir sie umsetzen? Ist uns dieser ganze Aufwand wert, an Wahlen teilzunehmen, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung der Partei. Wollen wir ernsthaft in Landes- und Bundestage einziehen? Berlin ist ja irgendwas anderes, aber auf der anderen Seite sollte man halt darüber nachdenken, weil wenn wir Chancen bei den Wahlen haben wollen, so wie es in Deutschland funktioniert, dann müssen wir anders auftreten. Also müssten wir mehr konservative Partei sein. Oder wir spielen quasi den radikalen Klang von außen, dann dürfen wir auch mal das eine oder mal andere über die Stränge schlagen und auf die Kacke hauen. Das andere ist jetzt noch, aber das hatte ich quasi mit den Finanzen schon, wollen wir uns wirklich abhängig von der Parteienfinanzierung machen, weil das ist jetzt auch irgendwie wegen schwierig geworden, weil man hört immer so, also was unsere IT kostet und dass wir für was anderes kein Geld mehr haben und vielleicht sollten wir mal da auch drüber nachdenken, wie man das andere machen kann. So, Relevanz. Wie relevant sind unsere Themen? Was sind die Megatrends im realen Leben und in der Politik? Da haben wir jetzt eigentlich ein gutes Beispiel. Abwägung, Datenschutz oder Meinung zur Flüchtlingsfrage. Warum geben wir unsere Meinung zur Flüchtlingsfrage nicht, warum pausieren wir nicht nach außen? Also wir haben uns in Mittelfranken mal ein Brainstorming gemacht am Nachmittag und mal quasi so überhaupt erörtert, weil ich mir selbst unsicher war, was sagen die Piraten zur Flüchtlingsproblematik. Also wenn wir da unser Europawahlprogramm rausnehmen und das hat ja mal irgendjemand beschlossen, ist eigentlich radikal. Also radikal heißt, wir sind eigentlich gegen sämtliche Grenzen und es ist wurscht, wer aus welchem Grund kommt. Wir lassen erstmal alle rein. Das ist ja schon mal ein erfrischendes, ehrliches Statement, was man heutzutage von den anderen Parteien hört. Was wir uns halt fragen wollten, ist, wenn wir das so machen, wie können wir das Ganze handeln? Handeln mit Integration, Unterbringung und so weiter und so Sachen. So. Die andere Sache ist dann immer, naja, Flüchtlinge, hat es überhaupt was mit den Piraten zu tun? Die Partei des digitalen Wandels, die Partei des Internets. Also ohne das Internet gäbe es die Flüchtlingsbewegungen in dieser Form nicht. Die haben alle ihr Smartphone, die wissen alle, wo sie hin müssen, wo die besten Grenzen sind, wo man nachts irgendwo über die anderen Grenzen geht. Also das hat alles mit dem Internet und dem digitalen Wandel zu tun. Das, warum ich auch noch bei den Piraten beigetreten bin, war, dass die Piraten eine Phase hatten, wo sie alles so lockerlockig ehrlich hinterfragt haben. Ohne Vorbehalte. Und es auch, weil es auch alles mit dem digitalen Wandel zu tun hat. Zum Beispiel die Zeit hat es genannt, unseren Rumpelkapitalismus, den wir zurzeit haben. Den würde es ohne das Internet, die schnellen Verbindungen auch nicht geben. Das andere war noch, wie geht man dann damit um, mit diesem Rumpelkapitalismus? Also ich würde mich selbst nie als Linken bezeichnen, aber ich finde das BGE einen interessanten Ansatz, den man mal diskutieren wollte. Und ich finde es gut, dass wir das BGE im Wahlprogramm haben. So, jetzt zurück zum Thema. Was können wir von unseren Namensgebern lernen? Schau, der Jolly Roger, also die Totenkopffahne, steht für einen gewissen Lifestyle. Frei, ungebunden, vogelfrei. Man darf nicht vergessen, also die Matrosen, die damals als Piraten über die Weltmeere zogen, die waren früher auch auf anderen Schiffen unterwegs, die haben sich nur mal gedacht, wir rauben jetzt nicht mehr für die Königin, sondern wir überfallen jetzt die Schiffe und behalten das Ganze für uns selbst. So. Was können wir noch lernen? Die Piraten von damals hatten eindeutige Ziele. Das eine Ziel war Überleben mit der Hilfe vom Überfall von gegnerischen Schiffen und Städten.
Wenn ein Handelsschiff eine Piratenflagge gesehen hat, wusste es klar, woran es war. Was war noch gut? Die Piraten. Piraten waren auf ziemlich kleinen und schnellen Schiffen unterwegs. Das heißt, sie waren klein und wendig, hatten die Hit-and-Run-Taktik. Vielleicht sollten wir uns das überlegen, das könnten wir vielleicht auch mal wieder einführen, und zwar um uns politisch bemerkbar machen. So, die Piraten waren unkonventionell. Also sie haben quasi das Guerilla-Marketing erfunden. Es gab einen Piraten, der hieß Blackbeard, Captain Blackbeard. Also ihr wisst, ich weiß ziemlich viel über Piraten, man merkt vielleicht, ich habe einen 5-jährigen Sohn. Ich konnte mal die ein oder andere Literatur von ihm klauen. Der Captain Blackbeard hatte sich quasi Lunden in den Bart gesteckt und angezündet. Es muss ein schreckliches Bild gegeben haben. Es ging aber ziemlich schnell über die Weltmeere. Es war sozusagen, also es war eine Ikone. Vielleicht wäre das mal Idee von unserem Bufo. Wäre damit auf jeden Fall der Gag in jeder Talkshow. Die Piraten sind sympathisch. Also zumindest bis zu einem gewissen Lebensalter sieht man in jedem Jungen und bei jedem Mädelszimmer, vielleicht kommen wir da auch mal so eine Gender-Problematik, ziemlich viele Utensilien. Also wenn man auf dem Spielplatz ist, es gibt Piraten, Schutzhelme, Piraten, Kinderwagen-Anhänger. Da muss man sich denken, wo kommt eigentlich dieses optimistische, dieses Bild her, was eigentlich Kinder mit Piraten verbinden? Das ist auch wahrscheinlich so, denkst du, Robin Hood-mäßig, so das Freie, uns kann keiner was sagen. Johnny Depp, weiß nicht, ob wir von dem viel lernen können. Was war noch? Also Piraten waren relativ sozial, also die Beute wurde aufgeteilt zu gleichen Teilen, der Kapitän hat etwas mehr bekommen. Und sie hatten die erste Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, falls ein Pirat Hand, Fuß oder Auge da verloren hat, gab es dafür gewisse Entschädigungen. Das Wichtigste ist Teamarbeit. Also ein Segelschiff ist ohne Teamarbeit nicht zu führen. Der Kapitän wurde gewählt, aber er wurde während der Schlacht nicht hinterfragt. Und da sollten wir uns vielleicht mal ernsthaft Gedanken über, was wir darüber lernen können. Es wird noch besser. Also die Piraten haben sich selbst Regeln gegeben und sich dann auch gehalten, weil es gab drakonische Strafen. Piraten, die sich nicht daran gehalten haben, wurden auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Mit einer Pistole. Wenn sie gut drauf waren, haben sie ihm vielleicht noch Munition für einen Schuss gegeben. Eine konsequente Umsetzung von sowas würde man sich bei dem einen oder anderen Tweet doch wünschen. Teambuilding. Geschlossenes Auftreten, Markenbildung. Was wir vielleicht auch noch lernen müssen, ist das gemeinsame Sehen und nicht das Trennende. Nicht auf dem Trennenden rumhacken, sondern das Gemeinsame. Und vielleicht die ein oder anderen Stärken des Piraten oder des Mitpiraten zu sehen und da so einzusetzen und da zu unterstützen, was er kann. Also es gibt ja so verschiedene Koryphäen, die wir in verschiedenen Landesverbänden haben. Die einen sind mehr oder weniger medienbegabt, die anderen etwas weniger. Aber interessant wäre vielleicht mal, wenn man mal wieder ein gemeinsames Ziel rauskramt, zu sehen, okay, wie kann ich dann anderen unterstützen? Wenn ich sage, okay, ich bin nicht 90% deiner Meinung, aber ich unterstütze dich, weil ich weiß, du kannst die Sau außen rocken. Also gebe ich dir auch die Stichworte, dass du das machen kannst. Ansonsten droht die einsame Insel. So, übertragen diese Eigenschaften auf die Partei des digitalen Wandels. Das ist jetzt quasi die Herausforderung. Aus dieser digitalen Ecke herauszukommen, wo wir uns im Moment selber sehen und die Möglichkeiten und Werte auf den analogen Alltag zu übertragen. Weil ich denke, da gibt es wahnsinnig viel Potenzial. Denn die Piraten sind notwendiger denn je. Aber bevor wir wieder groß auftrumpfen könnten, müssen wir hier die ein oder andere Hausaufgabe erstmal selber machen. Im September wird die Piratenpartei in Deutschland 10 Jahre alt. Bis dahin wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, über diese Dinge zu reden und einen eindeutigen Kurs festzulegen. Und das doch jetzt nicht versauen. Vielleicht sollten wir bis dahin auch mal über ein anderes Logo nachdenken. Das ist auch ein Junge, die Klaus.
das habe ich mal, glaube ich, vor 30 Jahren mal selbst gekauft, mal wieder rausgekramt. Deswegen wollte ich sagen, neues Logo, also klar machen zum Ändern. Danke. Ich nehme es mit.